Ich habe nur kurz deine heiligen 7 Sekunden gewartet, bevor ich was sage. Hallihallo und herzlich willkommen. Willkommen zum Stream Scrap Mechanic. Ja, schwierig. Scrap Mechanic Stream, so wollte ich sagen, mit Sebastian. Wird bestimmt Hallo. Lustig. Wir haben jetzt hier Dinge. Wir haben jetzt Kartoffelkanonen. Jetzt müssen wir aber erstmal Sebastian finden hier. Ich bin an so einem Stein. Ich hab. Ach so! Ja, easy. Weißt du, ich hab dich quasi schon gefunden. An so einem Stein. Also, in der Nähe von so einem Berg bin ich. Ich bin in der Nähe von Gras. Ah ja. Ist bei dir so ein ganz hoher Berg, der so eine richtig steile Klippe hat? Richtig steile Klippe und obendrauf so ein Plateau. Genau, mit so ein paar kleinen Bäumen drauf. Ja. Da laufe ich jetzt mal hin. Da führt auch so eine Straße dann rundherum hoch, ne? Ja, so spiralig. Ich komme an den Anfang der Straße. Gut. Da, ich sehe dich. Upp. Da hinten läuft er. Läuft? Nein, jetzt fährt er. Jetzt fährst du weg? Ey! Nee, ich fahr nicht weg, ich fahr im Kreis. Bleiben Sie stehen! So. Boah, hast du so einen Mexikaner gebaut? Cool, ne? Warte. Oha. Geht ab. Ja, Robin, ne, erzähl mal, warum spielen wir Scrap Mechanic und kein S-Turnier? Erzähl ich dir. Plöp. Plöp, plöp. Plöp, aua. Plöp. Soll ich mal mit der Kartoffelkanone auf dein Auto schießen? Meinst du, dir gefällt das? Hey, warum geht das kaputt? Ich weiß nicht, kann man vielleicht seine eigenen Sachen nicht kaputt machen? Ja, warte, pass auf, das können wir ganz einfach testen. Ich baue hier mal so ein Ding hin. Schieß. Okay. Warte. Warum geht das nicht kaputt? Du musst bestimmt was Billigeres bauen. Hier. Ja, das war Holz. Ja, hier, pass auf. Pappkartonwand. Bam, 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 bam. Jawohl. Lol. Aber auch nur noch zweimal drauf. Oh ne, doch nicht. Nach einmal schießt. Wahrscheinlich geht Holz auch irgendwann kaputt. Aha! Das habe ich gerade weggemacht mit Rechtsklick. Du Troll, lass das. Warte mal. Ich markiere das jetzt mal hier. Ja, weil während Robin da noch ein bisschen rumspielt, würde ich dir mal sagen, eigentlich hatten wir vor, S-Turnier zu spielen, aber irgendwie haben wir gerade, also hat Robin schon mal die Server gestartet und alles und auf einmal guckt er, oh, unser Spiel ist weg. Und wir beide haben ehrlich gesagt jetzt wenig Lust, nochmal von vorne anzufangen und dann, dass wir nochmal kurz vor dem Abheben sind, den Planeten zu verlassen, dann, dass wieder alles weg ist, da hatten wir dezent keine Lust mehr drauf. Deswegen ist S-Turnier jetzt erstmal ein bisschen nach hinten gestellt und jetzt gucken wir mal so, was man in Scrap Mechanic so ein bisschen machen kann. Vielleicht auch nur in einem Stream, vielleicht länger, wir werden es erfahren am Ende. Ja, wir schauen auf jeden Fall mal, was heute dabei rumkommt. Ja, also, ne, ich stelle mich auf dich drauf. Oder ich hau einfach ab. Boah, bahnbrechende Geschwindigkeit, die wir erreichen. Los, nicht zu schnell. Ey! Bleib hier! Ja gut, wie machen wir das denn? Was machen wir jetzt Schönes? Ja, pass auf. Ich pass auf, wie ein Fuchs. Zack. Farbe einstellen, cool. Ach, ich war das. Mm. Dann ist die Knarre jetzt der schwarze Knopf. Zack. Schwarze Knarre, schwarzer Knopf.
Wo ist du die hast Wand? Das mit einer Piste. Weg. Du hast das mit der Piste gemacht, dass du die Karre hoch und runter fahren kannst, ne? Ja. Hier hinten da sieht man die auch. Ja. Genau. Den Begatter hat er gebaut. Warum funktioniert jetzt meine. Ah, da. Hatte die falsche Taste. Hier, bau doch mal so eine Mauer. Ja. Oha, der Trump oder was? Ja. Da ist Pappkarton. Karton. So, wir müssen eine Mauer bauen. So. Bitteschön. Ganz groß. Muss ich die erstmal wieder. Boah, voll auf die Nase, ey! Hallo? Das Auto ist übrigens voll geil dafür, weil ich ja hier so die Zielhöhe verstellen kann. Hm. Ich will jetzt auch was bauen. Boom. Oh. Aber beim Gegenfahren macht es ein Metallgeräusch und ist quasi unzerstörbar, weißt du? Nichts kann es aufhalten. Hier, volle Knolle gegen. Boom. Hammerhart. Gute Pappwand. Da kriegst du was für dein Geld. Aua. Ist gar nicht so einfach mit der Karre zu ziehen. Wow. Ich will jetzt mal wissen, ob ich damit jetzt Holz kaputt... Oder Glas. Erstmal Glas, dann Holz, ne? Glas geht bestimmt auch. Ich weiß zwar nicht wie gut, aber es geht bestimmt. Oh ja, machen wir die mal hier. So, oh, pass auf. Glas kaputt. Ist ungefähr so stabil wie Pappe. Nice. Oh ja. Ja gut, ich meine, so eine Kartoffel, die hat noch Bums, wa? Ja. Aber was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt... So eine komplette Linie ausprickel. Kracht das dann ein? Oder schwebt das dann? Bestimmt, Robin, bestimmt. Aua! Ha! Es kracht ein! Wie cool! Guck mal, Auto-Tetris. Hä? Wo kracht das denn ein? Ja, wenn du jetzt hier so eine ganze Reihe wegmachst, ne? Ja, es kann sich noch um Stunden handeln. Ach warte, ich kann ja einfach aussteigen und das mit der Pistole machen. So. Plöpp. Oh, Tatsache, darf ich das hier umstoßen? Bestimmt. Nee. Warte, wo ist der Hammer? Das steht nicht ganz drauf. Gib mir den Hammer. Haha, geil. Man kann sogar damit Löcher reinhauen. Oh, krass. Boom. Boah. Ganz neues Spiel hier. Ist so. Ich glaube, das sind auch schon die Anfänge für, wenn man später Material abbaut und so. Ich glaube, damit haben die das schon mal so ein bisschen vorbereitet, weißt du? Mhm. Okay, Pappe kaputt machen geht. Glas kaputt machen geht. Das waren jetzt alles Blöcke, die zählen als... Nee, gar nicht. Pappe ist leicht und Glas ist medium. Ja, was ist Holz? Holz ist leicht. Ja, dann geht Holz auch kaputt. Dann muss ich jetzt mal Holz und Barriere probieren. Ja, Barriere sitzt dann auch bis zum Ende des Streams dran. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube, Beton ist viel stabiler als Barriere, weil Barriere wiegt auch recht wenig. Dieses Barriere ist leicht. Aber Barriere hält scheinbar doch nicht was aus. Also es scheint nicht vom Gewicht abzuhängen. Upsala. Alter. Ah, warte, wir können auch einfach jetzt... Oh, boah, Smart Fans. Moment. Boah, weißt du, was ich mir jetzt baue? Eine Gatling Gun. Meinst du, du kannst die alle einzeln abfeuern? Ich glaube ja. Ich habe mir zumindest gerade was überlegt. Okay. So. Ach, da ist ja schon eins.
Also nicht wundern, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt. Boah, alles gut. Und ich weiß auch schon, was ich da als Basis nehme. Okay. So. Zack. Das wird die Grundlage für meinen Bau. Mein gutes altes Forschungsfahrzeug. Nur, dass ich jetzt Ach, Kacke. Bullshit. Tür wieder. Das war verkehrt. Jetzt werde ich nämlich hier den Kran etwas auseinandernehmen. Ich brauche ja noch was ganz Wichtiges hier. Das gucken, ist doch hier was ich behalten kann und was nicht. Von krasser Wichtigkeit. So, Gelände. Gelände, Gelände. Oh. Scheiß auf den Hammer. Oh oh. Oh Gott, was hast du getan? Ich verliere Dinge. Oh je. So, aber wenn ich das hier wegmache und den Rest dran lasse, müsste es eigentlich gehen. Ist auch verkehrt. Ja. Moment, was mache ich für einen Scheiß? Es war das. So. So. Das und das. Dann kommst du. Du. Okay, dann kommst halt erst du. Wie hast du das gemacht? Ich muss mal kurz spionieren. Du bist abgehauen. Robin ist weg. Okay. Gut. Wenn du brauchst, brauchst du meine Karre. Nee, nee, ich kann das alleine. Sehr gut, das wollte ich hören. So, jetzt mache ich hier mal eben die Luke dicht, damit ich nicht da reinfalle. Ach, hätte ich sowieso nicht gekonnt, da war ja der Lift, aber egal. So. Ich möchte... Ja, im Grunde möchte ich ja an der Knarre noch vorbei zielen können, ne? Mache ich den, glaube ich, weg. Dann mache ich hier. Oha. So. Das wird kritisch, meine Damen und Herren. Aber baust du denn da wieder? Das sehe ich schon kommen. So. Ich glaube, ich brauche dafür einen Elektromotor, ja. Dann brauche ich dafür einen Switch, einen Button. Oh ja, das, und das wird auch schön. Jetzt war nicht so schön wie Robins, aber und das wird auch cool. Ach Quatsch. Maintenance Block. Ist der, der ist Medium Weight, ne? Ich hätte gerne was Leichtes. Ich baue mir eine Pappkanone. Oha. Concrete Block ist Medium, Lightweight. Ah, oder halt Barrier. Barrier ist auch schön. Genau, Barrier. Zack. Jetzt muss ich halt hier. Du und du. So, zack. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du. So. Dann
brauche ich hierfür natürlich einen Button. Ich habe die Lenkung ach, das ist egal. Das ist zum Testen, können wir das gleich erstmal so lassen. Zack. Jetzt ist auch egal. Test. Ich hab meinen Sitz. Was ist das? 5, 6, 6. Such. Wow, gar nichts passiert. Warum? Tja. Geht gut. 5, 6. 5, 6, 7, 8. Ist der Schalter eigentlich noch mit irgendwas verbunden? Ach, da bist du, Alter. Was ist das denn für ein Brecher? Das ist mein Forschungsmobil. So. So habe ich mir das gedacht. Was war das denn gerade für ein Lachen? Das war Jasmin. So. Ist da. Hört wieder auf. So, warte. Du musst dahin. Du musst dahin. Das geht gar nicht so. Das muss wieder ab. Das. Ja, das ist gut. So, pass auf. Zack, zack. 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 Und zwar habe ich vor, das Ganze so ein bisschen sensoraktiviert zu machen. Ja, ich habe ein Auto gebaut und das ist invertierte Steuerung, mein Gott. Dafür müssen die Sensoren. Sound ist off, das ist gut. Geht das jetzt? Sensoren können jetzt auch so eingestellt werden, dass sie nur eine ganz bestimmte Farbe erkennen. Das ist auch voll geil. Ja. Du kannst sehr viele Sachen machen, so, damit dass dein Rechner nicht mehr funktioniert. So. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, das funktioniert hier gerade spitzenmäßig. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Wahnsinn. Technik, die begeistert, liebe Freunde. Nee. Das funktioniert tatsächlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das gibt's ja gar nicht. Ja, war schon mal gut. Nee, wir müssen. Ach, man kann ja auch die Federung einstellen, dass der tiefer liegt, ne? Ja, genau. Was du auch tun solltest, wenn du ein vernünftiges Fahrverhalten haben möchtest. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe die Federn erstmal ganz weich gestellt, sodass er quasi auf den Boden klatscht. Und dann habe ich die Stück für Stück angehoben, bis er so gerade eben sich selber komplett hochstützen kann. Ja, und dann hast du eine schöne weiche Federung, die bei einer Bodenwelle dann auch tatsächlich nachgibt. Ja, ja, das ist bei 2 schon der Fall. Bei 2 steigt es mir sicher. Haha, wie geil. Ja, ja, gut, dein Teil wird auch noch nicht so viel wiegen. Ne? Muss eventuell die Federung nochmal nachjustieren. Aber so wird's. Ja, okay. Jetzt ist die Federung so weich, dass er überhaupt keinen Bodenkontakt mehr kriegt. Da muss eventuell noch ein klein bisschen mehr geben. Aber wir werden jetzt hier unsere Knarre testen.